Warte mal! Seid ihr krank? Bruder, ich sag, ich hab keinen Hunger. Macht mir einen Vortrag, dass ich Bruder, 12 Uhr, dann sag halt die Fresse. Einer sagt, geh frühstücken. Halt mal dein Maul da hinten, Junge. Bist du doof? Sagt einfach, man muss frühstücken, Digga. Man hat noch nie was von Intervallfasten gehört. Ich hab 10 Jahre Sport gemacht, da hast du noch nie mal, da hast du noch nie mal mit Ring angefangen. Würdest du mal deine Fresse halten? Lass mich doch mal ganz kurz am Handy was machen, Breitenberg. Bruder, eine Minute, ganz kurz nichts sagen. Okay, Chat, wir hören auf mit Fitness. Das wird zu viel. Allah, Bruder, nicht mal meine Kinder nerven mich morgens so krass, ja? Es sieht lecker aus, auf jeden Fall. Aber wenn du mir sagst, das ist gesund. Also warte mal, die Nährwerte vom Sandwich, 31 Gramm Protein, 14 Gramm Fett und keine Carbs. Er sagt keine Carbs und das Brot? Bruder, hat keine Carbs, Mann! Was laberst du da? Bruder, ich red von gar nichts! Ja, dann red du doch nicht mit! Ey, das ist wirklich langsam krank. Ich hol einen Arzt dazu. Mach es genauso. Gerade fürs Abnehmen mit Blutzucker und alles, das spielt einem schon entgegen. Könnt ihr das verstehen, Chat? Zwei Leute, 30 Jahre alt. Mein Arsch ist 21. Kriegst doch auch hin. Jo, kannst du mich abholen? Jetzt? Ja. Direkt nach Hause? Ja, schon. Jonas, ich brauche ein psychologisches Gespräch mit dir. Ich bin on-stream. Ich bin gerade todesgestresst und todesgenervt, sodass ich einfach nach Hause gehen will. Das hatte ich noch nie. Was ist denn? Was denn passiert? Es ist ausgeartet hier. Habt ihr euch gestritten? Ja. Kannst du bitte bei uns in den Discord-Call kommen und uns kurz drei therapieren? Ja, kann ich machen. Hallo. Ich bin Abo und ich bin auch dabei. Ich bin Rohrt und ich bin auch dabei. Jonas, bist du dir sicher, dass du diese Diskussion dir antun willst? Kann sein, dass wir dich dann psychisch machen. Diese Diskussion? Wir müssen ja nicht alle diskutieren. Genau, ihr schreit euch nicht an, ihr spricht einfach ganz normal miteinander. Ja, das ist das Wichtigste, dass ihr respektvoll zueinander seid, weil wenn ihr respektlos werdet, dann überschreitet ihr so eine Grenze und wenn die einmal überschritten ist, dann wird das eigentlich auch nichts mit dem Kommunizieren. Ich fühle mich hier angeschrien, die beiden verbünden sich, hier gibt es politische Beziehungen. Ich hinterfrage auch deine Zugehörigkeit zu Rohat. Das ist Quatsch, ich habe keine Zugehörigkeit. Dementierst du eine biologische Beziehung zu Rohat? Ja, das stimmt. Okay, dann haben wir es doch. Das ist was anderes. Du hast gerade eben politisch gesagt, jetzt sagst du, biologisch ist. Du hast gesagt, ich bin erst auf politische Beziehungen und dann auf biologische Beziehungen eingegangen. Und das ist Vetterwirtschaft. Dann ist das so. Siehst du genau? Und dann eigentlich, natürlich also, drehe ich da durch. Guck mal, ey, ich höre das gerade. Ich will aber rübergehen. Aber das ist ja nichts Schlimmes. Ist genau, ich will ihn eine Faust ziehen einfach. Ich will rübergehen und ich will seine Krücke in seinen Arsch stecken. Das will ich gerade machen. Wissen, halt deine Fresse, Junge, das hat gar keinen Sinn ergeben. Abo nennt mich nicht Schwanz, deswegen nenne ich ihn nicht Schwanz. Er nennt mich Schwanz. Ich nenne ihn schon. Ich habe doch versucht, vernünftig zu hinterfragen, ob du wirklich ein Kind der Familie bist oder ob du vielleicht adoptiert wurdest. Siehst du das? Siehst du das? Er hat unsere Mutter beleidigt. Hast du das gehört? Er hat Anne beleidigt. Hast du gehört, Genas? Soll ich ihn jumpen? Sag, soll ich ihn jumpen? Kannst du Empathie bilden? Ich versuche, ja. Ich versuche empathisch mit Abu zu sein. Er kämpft mit seinem Gewicht. Ich habe das zum Beispiel nicht. Mit Ruat kämpft mit seinem Kleidungsstil. Jeder weiß, dass er war wieder Front. Ja, guck mal, das ist das Ding. Das ist. Guck mal, ich will ihn zusammenhauen. Das geht nicht anders. Der muss einfach mal gejumpt werden. Der muss einfach zusammengeschlagen. Ich schmeichel den beiden, ich mache dem mal Komplimente. Komplimente? Du hast gerade im Abu fast erniedrigt, so mäßig, wegen seinem Gewicht und Gewicht. Sowas. Breitenberg, weißt du, was du die ganze Zeit tust? Du beschäftigst dich mit dem Problem von anderen, wobei du selbst doch genug Probleme selbst hast. Okay, um das Ganze abzuschließen, müssen wir uns gegenseitig sagen, was wir an uns mögen. Okay, ja, Bruder, ja. Die Liste ist kurz. Okay. Wer fängt an? Ja, du fängst an. Jeder sagt 3 Punkte über den einen. Okay, dann fange ich bei Breitenberg an. Also 3 Punkte. Also Breitenberg ist eine sehr vertrauenswürdige Person. Ich kann denen alles anvertrauen. Breitenberg ist einer, den ich jederzeit anrufen kann und der mir jederzeit helfen würde, egal wo ich bin. Das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Breitenberg ist eigentlich von der Grundart her sehr respektvoll, wenn er jetzt nicht triggern will. So, ich bin dran. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet von den beiden, muss ich ehrlich sagen. Vertrauen ist für mich keine guten Eigenschaften, die sie haben. Vertrauen ist bei mir, wird gar nicht aufgezählt, weil die beiden wären gar nicht so eng in meinen Kreis, wenn ich denen nur 10% so viel vertrauen würde. Also Vertrauen ist bei mir das Basic überhaupt, dass ich mit jemandem befreundet bin.